Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Erklären Sie uns doch mal, was macht denn die Alemannia so stark, dass sie zu Hause einfach so schwer zu bespielen sind? Weil man hatte das Gefühl, am Anfang sind sie in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht so schlecht reingekommen. Ja, habe ich auch so gesehen. Effektivität, so ist es nun mal. Ne? Also nicht umsonst stehen sie da oben, die machen dann aus wenigen Chancen einfach viel Ertrag. Und ja, und dann muss man auch sagen, auch das 3-0, das war die Ecke, das war kein Zufall. Also das hatten sie so einstudiert, dass wir da hinten Platz lassen, da sind die hingelaufen und dann ist es halt so. Und dann ist so ein Spiel halt schwierig nochmal zu drehen, ne? Auch sich dagegen nochmal aufzubäumen. Wir haben das versucht, uns nochmal reinzukämpfen, aber dann haben die auch spielerische Qualität, das zu lösen. Ja, man hatte ja vor dem Spiel hat der Julian Hesse gesagt, ja, ganz wichtig ist, dass du hier im Stadion auch versuchst, am Anfang so ein bisschen zu überstehen, ne? Dein Mann zu stehen die ersten 15 Minuten. Wie hat sich das auf dem Feld angefühlt? Ist ja für euch bittererweise relativ früh auch der erste Gegentreffer gefallen, aber für uns so ein bisschen eigentlich aus dem Nichts noch damals. Ja, habe ich auch so gesehen. Nee, eigentlich hat es sich ganz gut angefühlt. Also ich glaube, auch spielerisch haben wir viele Lösungen. Also Aachen hat auch viel angeboten durchs Zentrum. Wir haben immer wieder Platz gehabt, uns aufzudrehen, auf die Kette zuzugehen. Aber ja, so ein früher Nackenschlag, der ist immer schwer zu verdauen. Ne? Also klar, das hemmt so ein bisschen, aber wir haben da weitergemacht. Also bis zur Halbzeit war ich eigentlich so mit unserer Leistung zufrieden. Aber das Ergebnis, ja, spricht für sich. Lukas, was sagst du? Ja, jetzt zweimal am Stück habt ihr so ein Ergebnis. Für die Moral der Mannschaft nicht gut. Wie sieht's nächste Woche aus? Du als Führungsspieler, die Eltern, Schauerte, Buckmeier. Wichtig, dass ihr die Jungs an die Hand nehmt. Und ich wünsche euch für die nächsten Spiele, was wollt ihr ändern? Oder was wollt ihr da als Team oder die älteren Leistungsträger der Mannschaft, was wollt ihr da machen? Großartig ändern brauchen wir nicht viel. Die Mannschaft ist intakt. Also wir geben Gas, wir hauen uns rein. Wir wissen, dass die Spiele gegen die oberen Mannschaften einfach schwieriger sind. Wir sind nach wie vor Aufsteiger, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Und die direkten Duelle nach unten hin, da haben wir immer gezeigt, in dem Moment, wo es dann wirklich wichtig war, waren wir auch da. Und ich glaube, in Düsseldorf zeigen wir wieder unser anderes Gesicht. Oder was heißt noch nicht mal unser anderes Gesicht, aber hauen uns genauso rein und versuchen einfach die Leistung wieder auf den Platz zu bringen. Und wieder die Punkte. Danke dir. Sie haben es gerade gehört, die Fans. Du wirst lautstark gefeiert. Nach einem 4-0 natürlich trotzdem bitter, aber es ist auch schön zu sehen, dass die Fans trotzdem hinter einem stehen, oder? Gerade hinter dir. Ja, klar, zu 100. Darf ich das nehmen, oder? Ja. Okay. Ja, zu 100%. Und hört sich doof an, weil es das gleiche Ergebnis ist. Trotzdem ist es heute ein ganz anderes Spiel gewesen. Ich glaube, dass wir bis zum 0-3, 0-4, glaube ich, ein sehr gutes Fußballspiel gezeigt haben. Wir haben immer wieder gesehen, vorher schon in der Analyse, Aachen läuft häufig mit drei Leuten auf der vordersten Linie an, Achter auf dem Sprung im 4-3-3 und von den Positionierungen hatten wir immer zwei Mann Überzahl. Ich glaube, dass wir einen guten Aufbau und Übergang hatten, aber klar, wir haben dann die 1-gegen-1-Duelle, die wir dann in der letzten Zielzone haben wollten mit Eddie Probst, hat sehr, sehr viele Duelle dann im direkten Duell gegen Rumpf und Hamratz verloren. Ich glaube, dass wir da ein bisschen mehr ein bisschen mehr Infight gebraucht hätten, um die anderen Mannschaftsteile nachschieben zu können, vielleicht auch mehr Einwürfe zu ziehen. Da haben wir dann sehr viele Bälle im 1-gegen-1-Duell verloren. Aber wie gesagt, im Aufbau und Übergang waren wir sehr mutig und deswegen bin ich auf viele Jungs auch stolz. Und was wir mitnehmen müssen, ist aber, dass wir uns selbst betrügen, wenn wir bei den liegenden Bällen, bei den Standardsituationen keine Verantwortung in unseren Zielzonen übernehmen. Es ist eine ganz, ganz klare Einteilung für die Räume und dann musst du dich anders reinschmeißen. Und es ist vollkommen klar, wir haben es angesprochen, die ersten 10 Minuten hier musst du überstehen und dann beginnt das Spiel. Und dann musst du gerade bei so einer ruhenden Situation, musst du dich anders reinschmeißen, da sind wir zu statisch. Das gibt denen dann Energie, dann kriegst du ein Weitschusstor, das muss ich mir nochmal angucken. Aber auch unglücklich und dann liegst du 2-0 hinten und fragst dich, ja, es entspricht eigentlich nicht dem Gefühl, was man draußen als Trainer hat. Und wie gesagt, wir haben dann selbst die Situation, glaube ich, mit Kevin Freiberger, der noch einen Kontakt in die Box mit reinnehmen muss, sauber abschließen muss, Schwarze an der Strafraumgrenze mit einem guten linken Fuß. Deswegen glaube ich eigentlich, dass das Chancenverhältnis in der ersten Halbzeit pari ist. Gute, ruhige Lösung gefunden, aber wie gesagt, davon können wir uns nichts kaufen. Aber das Gefühl müssen wir mitnehmen, dass wir, wenn wir es fokussiert machen, wenn wir uns an die Positionierung halten, glaube ich, uns immer wieder bis ins letzte Drittel vorspielen können. Und im letzten Drittel und vor allen Dingen im Verteidigen bei Standardsituationen, in den zwei Elementen müssen wir konsequenter sein und dann wird es auch wieder erfolgreicher.
Ist ja nach so einem Spiel, nach dem 4-0, immer schwierig als Trainer da Argumente zu haben. Aber ich habe es zu Lukas auch schon gesagt, du hast vor dem Spiel ja gemeint, ja, wir brauchen gerade die ersten 15, 20 Minuten, da müssen wir uns am Mann stehen. Wir hatten eigentlich das Gefühl, ihr seid ganz gut reingekommen. Also das Tor, das, was du angesprochen hast, vielleicht können wir es uns einmal gemeinsam anschauen. Kopfballtreffer nach der Ecke von Anton Heinz in der 6. Minute, war es Paljuka, glaube ich. Ja. Vielleicht können wir da nochmal gemeinsam drauf schauen, weil ich hatte das Gefühl, das kam man nicht zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt für euch, weil ihr wart eigentlich ganz gut drin zu dem Zeitpunkt, oder? Absolut, absolut. Ist nichts hinzuzufügen, ja? Ja, ich weiß nicht, ob es kommt. Wenn nicht, ist auch okay. Also, was kann man denn da jetzt unterm Strich sagen? 2 Spiele, 2x4:0 ist natürlich richtig schwierig, aber dass man sich da auch nicht abnutzt vor der Mannschaft, aber woran, wo kann man da jetzt weitermachen? Weil so schlecht sah es ja teilweise gar nicht aus. Ja, es ist nur das Ergebnis das gleiche. Es sind zwei komplett unterschiedliche Fußballspiele, weil gegen Oberhausen waren wir scheiße in jedem Bereich. Wir waren einfach, hatten keine Eier in der Hose, da in den engen Zonen Fußball zu spielen, waren technisch total unsauber und haben irgendwann die Schultern hängen lassen. Und hier war es nicht so, weil wir waren auch in den Zonen, wenn Aachen, die wollen dann ja schon mit Power anlaufen, aber wir haben die Ruhe behalten, wir haben uns an die Position gehalten, wir waren technisch viel, viel sauberer. Und wie ich es gesagt habe, bis zum letzten Drittel haben wir es über weite Phasen extrem gut gemacht. Und ich glaube trotzdem auch, dass wir bis zur 90. nicht die Schultern haben hängen lassen und alles gegeben haben. Deswegen ist das Gefühl für mich als Trainer ein ganz, ganz anderes. Nur wie gesagt, heute ist es ein anderer Punkt, dass wir in den ein, zwei Momenten in einer anderen Konsequenz da sein müssen. Wie ist das für Sie als Trainer von der Seitenlinie, wenn man Alemannia Aachen sieht und merkt, okay, die schaffen es trotzdem irgendwie Tore zu machen, auch in Situationen, wo die spielerisch vielleicht gar nicht so dominant sind. Was macht diese Mannschaft so stark? Sind das auch die Fans oder was ist das genau? Es ist die Effizienz im letzten Drittel. Ja, sie brauchen extrem wenige Situationen. Ich sehe es ähnlich, also... Ich habe mega Respekt vor der Arbeit und vor dem ganzen Verein und ich drücke ihnen auch die besten Daumen, aber es ist trotzdem, wenn du siehst, sie haben heute aus Scheiße Gold in der ersten Halbzeit gemacht. Ja, ist eine Standardsituation. Klar ist das ein Element des Spiels zu 100% und das gehört dazu, aber das ist eher ein Vorwurf an uns. Und das zweite Tor, ja, macht Brasnitsch nicht schlecht. Ich glaube, ist haltbar. Trotzdem. Ja. Ist haltbar. Das zweite Tor ist haltbar. Vielleicht können wir da auch nochmal zusammen drauf schauen, ja, vielleicht ganz kurz. Und das will ich halt sagen, und wir haben halt die Situation mit Twarzyk an der 16er Kante, den trifft er nicht, bei seinem linken Fuß, da hat er schon... Sorry, jetzt sehen wir es hier gerade nochmal. Ja. Er hat eine freie Schussbahn, kann ich dir sagen, ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen. Ja. Hier lässt der Schiri gut weiterlaufen, ja. Er ist frei und sind 6, 7, 28 Meter. Sehe ich sehr ähnlich, ja, sehe ich ähnlich. Klar, wir können vorher vielleicht noch einen Schritt raus verteidigen, aber du kriegst hier in dem Stadion, kriegst du jetzt nicht jeden Schuss aus 28, 29, 27, whatever, kriegst du nicht jeden Schuss verteidigt und ja, der hat wehgetan. Aber wie gesagt, wir haben auch die zwei Situationen, auch Freiberger, wo wir super durchspielen von hinten, haben eigentlich da Zeit in der Situation, kannst einen Kontakt mit in die Box nehmen, den sauberer abschließen und wie gesagt, dann gehst du mit einem 0-2 rein, obwohl das Chancenverhältnis eher 2-2 in der ersten Halbzeit ist. Wobei wir, glaube ich, sogar noch in der Schussposition, wenn du das jetzt vergleichst, Freiberger-Twarzyk im Vergleich zur Schussposition Brasnic, haben wir, glaube ich, sogar die bessere Position. Aber bei Aachen ist der Ball im Tor und bei uns nicht. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Erstmal selber ein Tor gemacht, hinten die 0 gehalten. Ist man erstmal zufrieden nach so einem Spiel, oder? Ja, definitiv. Also ich denke, mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein und auch mit der Art und Weise, wie wir vor allem in der zweiten Halbzeit gespielt haben, können wir zufrieden sein. Was ist das Geheimnis, dass man jetzt in der letzten Sekunde gewinnt man so einen Last-Minute-Sieg auf Schalke und dann rasierst du heute in 4-0 für uns noch aus so einer Situation heraus, wo man in der ersten Halbzeit dachte, ja, da war Gütersloh gar nicht schlecht im Spiel, aber aus dem Nichts macht er dann auch das 1-0, legt das 2-0 nach. Ja, wir kennen unsere Qualität, also wir wissen, dass wir aus wenigen Chancen viele Tore machen können und das haben wir vor allem in der ersten Halbzeit gesehen. Wir waren nicht gut im Spiel, Gütersloh hat es gut gemacht, die haben viele zweite Bälle gewonnen. Und wir machen halt aus 2 Chancen 2 Tore und das gibt halt Selbstvertrauen. Wir haben über die letzten Wochen so viel Selbstvertrauen aufgebaut, vor allem mit den Fans hier im Rücken. Das spiegelt sich dann auch im Spiel wieder. Nehmen wir uns da nochmal ganz kurz mit, wie ist das? Du kommst hier raus, Regionalliga, hast 20.000, ich sag jetzt mal, Verrückte hier in Aachen, die machen wirklich, die sind in eurem Rücken. Das beflügelt einen doch, oder? Gerade so nach Schalke, letzte Sekunde, die Fans dort hat man auch gesehen. Das ist schon ein Antrieb, oder? Ja, definitiv. Also vor allem auch für mich persönlich, ich komme aus Aachen, ist das nochmal was ganz Besonderes. Das gibt einfach nochmal irgendwo so 5-10% mehr Kraft, vor allem in der Schlussphase, die wir heute jetzt vielleicht nicht gebraucht haben, aber die wir diese Saison schon hier zu Hause erlebt haben. Da merkt man einfach, dass man nochmal zum Ende hin nochmal irgendwelche gewisse Kräfte zusammen mobilisieren kann und die man dann auch zu Siegen umwandeln kann.
Einer Backhaus hat ja nach dem Oberhausen-Spiel gesagt, ja, wir haben es gewonnen, aber es sieht von auf dem Papier so ein bisschen besser aus, als es wirklich war. Er wollte mehr Galligkeit. War die Galligkeit jetzt beim Heimspiel heute mehr da? Ich denke in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall. In der ersten Halbzeit nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das wurde dann auch klar angesprochen und ja, ich denke in der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Wenn wir dann auf die Fans drauf spielen, auf diese Wand da hinten, dann hat man gesehen, dass jeder wollte und so haben wir dann auch die Tore gemacht. Dann lass uns doch nochmal gemeinsam auf deinen Treffer blicken. Das war ein Kopfballtreffer, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Vielleicht können wir den nochmal ganz kurz einspielen. Das war die 56. Minute, war dann auch das 4:0. Und dann natürlich damit auch der Deckel drauf. Da ging dann für Gütersloh nicht mehr viel. Jetzt hier sehen wir es nochmal. War es einstudiert? Nee, einstudiert nicht, aber ich laufe halt gerne auf zwei. Und heute habe ich schon in der ersten Halbzeit gemerkt, dass ich komplett blank bin, dass mich halt gar keiner deckt. Und den muss ich dann nur noch aufs Tor bringen und hat halt gut geklappt. Ich dachte, er wäre geblockt, alles einstudiert, weil der Ball kommt doch also genau. Also wir haben halt unsere Wege genau, wo wir hinlaufen. Ich habe schon von Anfang an gesehen, dass der Ball ein bisschen länger wird und dann habe ich halt ausgenutzt, dass ich komplett blank bin. Schön. Ja, top. Top, Sascha, dann wollen wir dich auch gar nicht länger hier aufhalten und frieren lassen. Viel Erfolg weiterhin, ne? Und mach's gut, schönes Wochenende. Sascha hat es gerade gesagt, dich da an der Seitenlinie zu sehen. Ne? Du lebst das. Wir haben gerade nochmal den Treffer gesehen. Vielleicht können wir nochmal einspielen, dass Heiner Backhaus den auch nochmal sieht. Macht erstmal ein schöner Ball. Vielleicht kommentierst du es. Ja, endlich haben wir mal einen Ball gewonnen und Spitze gespielt. Das war in der ersten Halbzeit, war das Alternfußball. Ja, das ist so, wie ich mir vorstelle. Ball gewinnt, peng, ab in die Tiefe, vertikal zum Tor. Auch wenn das ein Fehlpass wird, völlig egal. Wir haben unser Gegenpressing für solche Momente und das hat er super gemacht. Top, trainieren wir viel solche Bälle. Aber ja. Das sind die schönsten Tore, die ein Trainer natürlich sehen kann, der sowas erwartet. Weil? Ja, weil ich glaube, jeder Trainertyp ist anders. Also so wie wir erste Halbzeit gespielt haben, gefällt mir nicht. Ergebnis war das Einzige, was da, oder Zwischenstand war das Einzige, was mir gefallen hat. Ich meine noch zum Lukas, ich hatte das Gefühl, sie müssen laut geworden sein in der Halbzeit, denn die sind aus der zweiten Hälfte gekommen, ne? Machen dann direkt das 3:0, dann kommt das 4:0. Da war schon so ein bisschen mehr, ich sag mal, Galligkeit dann zu sehen, oder? Ja, es ist halt, was du anscheinend jede Millisekunde einfordern muss. Ne? Und ich habe gedacht, wir wären an dem Punkt vorbei. Und mir geht es nie um einen Zwischenstand, mir geht es immer um die Leistung, weil das das Einzige ist, was wir Trainer beeinflussen können. Wir haben heute Glück gehabt, wir machen mit der ersten Ecke ein Tor, wir machen mit dem zweiten Torschuss, das zweite kann man halten. So ehrlich müssen wir sein, aber die Art und Weise, wie wir gespielt haben, ist nicht das, was die Verabredung ist einfach. Wir werden auch gerade nochmal über den Treffer von Brasnitsch gesprochen. Da war der zweite Torhüter nicht so gut aus von Gütersloh. Aber gerade in der ersten Halbzeit hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, ihr seid gar nicht so direkt reingekommen, wie ihr es euch vielleicht gewünscht habt. Denn Gütersloh war eigentlich ganz gut im Spiel. Dann kamen die zwei Treffer. Das hat natürlich auch ein bisschen einen Stecker gezogen, oder? Aber gut im Spiel sein und Ballbesitz haben ist nicht das Gleiche. Also mir ist Ballbesitz nicht so wichtig. Und Gütersloh hat schon eine Struktur, die ich glaube, die trainieren sehr viel hinten raus zu spielen. Und das hat man gesehen. Ne? Und sie haben ja auch nichts zu verlieren hier vor 20.700 oder 800 Aachenern. Das haben sie gut gemacht. Uns auch ein Stück weit die Grenzen aufgezeigt, aber eher die Grenzen, was Bereitschaft anging. Weil das hatte mit Taktik nichts zu tun. 4-3-3, hier 4-3-3 ist Mann gegen Mann. Und das muss ich für mich entscheiden. Und das können unsere Jungs, haben sie wirklich dann auch eindrucksvoll bewiesen. Aber leider muss man wieder wechseln. Und wie du sagst, in der Kabine mal ein bisschen die Leistung im Vordergrund stellen, nicht das Ergebnis. Ja, da muss ich auch deine Mannschaft ein bisschen in Schutz nehmen. Nach 19 Minuten 2-0, dann ist es ja schwierig, noch ein Tor zu schießen. Lässt du Gütersloh ein bisschen kommen, konterst du ein bisschen. Das weiß ich nicht, was du dann einforderst immer selber. Aber es steht 2-0 und... Ja, Sinke, aber du weißt auch, du hast selber gespielt, wenn du beim 2-0 nur verwaltest und bekommst ein 2-1, da aus diesem Trott wieder rauszukommen, dann brauchst du auch richtige Typen auf dem Feld für. Und wir haben eine sehr flache Hierarchie, die man immer wieder auch führen muss und leider etwas von außen immer, aber wir müssen dahin kommen, dass wir haben 4-0 gewonnen. Also nicht vergessen, aber ich erwarte mehr Zweikampfbiss, mehr Sprintqualität. Gerade die Stürmer vorne, erste Halbzeit nicht genug angelaufen. Und dann siehst du ja auch zweite Halbzeit, was dann im Stadion los ist. Unabhängig vom, wir haben die zweite Halbzeit ja auch nur 2-0 gewonnen, aber es war ja eine ganz andere Stimmung. Und das ist das, was diesen Verein ja auszeichnet. Viele Traditionsvereine leben davon, dass sich alle reinhauen und das müssen wir halt machen. Habt ihr auch. Reicht dir die ersten 10 Minuten? Reicht dir ja. Ja, aber nochmal, Sinke. 4-0 gewonnen, Sinke. Du bist ja kritisch dann. Wir als Trainer müssen die Jungs permanent alles abliefern lassen. Das ist unser Job. Mehr können wir nicht tun. Und das sind Dinge, die Jungs auch wissen. Wir gehen ja nicht hier irgendwie mit dem Skalpell rein und stechen rein, sondern wir appellieren permanent an
unser Versprechen. Und dann sieht man das ja auch. Dann fühlt sich ja auch jeder wohler. Und dann hast du ja auch mehr Ballbesitz. Es ist ja so, dass das Pressing an sich hat ja keinen Selbstzweck, sondern du willst ja Bälle gewinnen. Und Bälle gewinnen ist ja auch einen Ball haben. Und deswegen, also nochmal, 4-0 gewonnen. Der nächste Moment. Ich wollte gerade sagen, bevor wir dich entlassen, noch eine... Das ist ja zu spät gekommen. Das haben wir ja genossen. Jetzt auch zu Null. Wir sprechen jetzt viel über die 4 Tore vorne, aber auch zu Null. Ja. Gerade in der zweiten Halbzeit auch viele, sag mal, diese aggressiven Zweikämpfe, die du wirklich gewinnen willst, sag mal, den Wille auch gesehen. Das macht doch einen Trainer auch glücklich, oder? Ja, vor allen Dingen, wenn wir heute Morgen erst erfahren haben, dass ein Torwart gespielt hat bei uns, der noch nicht in einem einzigen Testspiel bei uns auf dem Platz stand. Also der kam, war verletzt in der Vorbereitung, wir hatten gar keine Zeit, ihn irgendwie vorzubereiten und dann zu Null zu spielen, sicher zu sein. Klar, die Torwartabstöße waren dann auch manchmal ein bisschen wilder, aber nochmal, ohne Rhythmus ist der Torwart ist die Position, die das Timing und die Abläufe als erstes verliert. Und der berührt so wenig Bälle wie kein anderer und muss trotzdem immer online sein. Und ich denke, es hat er sehr, sehr gut gemacht. Und es ist ja auch noch ein junger Bursche, auch wenn er so groß ist. Aber ich glaube, er ist 21. Das ist ja auch noch weit, weit, weit vor seiner besten Zeit. Und noch eine positive Nachricht ist natürlich das Unentschieden von Bocholt. Das nimmt man auch gerne zur Kenntnis, würde ich mal sagen, oder? An dem Samstag? Ja, wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich wünsche denen jedes Spiel 10-0 Sieg. Aber wir können unsere Leistung beeinflussen. Und die waren in der ersten Halbzeit nicht so gut. Und ich sage das ja aus dem Grund, weil nur Karneval feiern am Spiel hilft dir jetzt, aber nächste Woche nicht mehr. Dann sagen wir herzlichen Dank und viel Erfolg weiterhin natürlich noch in der Saison. Ne? Viel Erfolg. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.